Ja, vielen Dank erstmal für euer Kommen. Ich duze euch einfach alle mal aus Frechheit. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich habe ursprünglich Philosophie und Mathematik studiert und ich habe mich, also in Wuppertal habe ich studiert und ich habe mich dann auch zweck des Logikstudiengangs nach Leipzig rüber gemacht und bin verhältnismäßig damit auch zufrieden. Das Thema Medien oder besser gesagt das Thema Psychologie im Allgemeinen hat mich ungefähr seit 3 Jahren beschäftigt mich das. Das ist insofern für mein Feld in der Philosophie auch interessant, weil natürlich schließe ich an Psychologie Wahrnehmungstheorie an und Wahrnehmungstheorie ist Erkenntnistheorie in der Philosophie. Also was sind die fundamentalen Charakter von Wahrnehmung und wie bilden Wahrnehmungen überhaupt Erkenntnisse? Also es ist insofern nicht fachfremd, was den psychologischen Rahmen angeht. Und ich habe mir das Thema deshalb überlegt, weil ich denke, dass es enorm wichtig ist, diese Verquickung zwischen psychologischer Erkenntnis seit nunmehr 100 Jahren, also die Psychologie ist seit 1900 etwa, formiert sie sich als unabhängige Wissenschaft und insbesondere in den 10er und 20er Jahren wird sie dann auch von den amerikanischen Eliten entdeckt als erstes. Gerade am Anfang die Psychoanalyse, aber da werden wir noch drüber sprechen und dann hinterher auch Philosophie als Naturwissenschaft. Und ja, und dann möchte ich sozusagen erstmal einsteigen. Also wir möchten, sofern wir das, den Komplex durchbekommen, soweit, möchte ich erstmal über psychologische Grundbegriffe reden, zumindest für die psychologischen Grundbegriffe, die für uns hier relevant sind. Es gibt natürlich noch viele andere, aber die für uns relevant sind. Dann werden wir auf den Begriff der Manipulation zu sprechen kommen, ein ganz entscheidender Begriff, in diesem Kontext. Dann werden wir uns ein bisschen mit Techniken der Manipulation beschäftigen, insbesondere auch, worauf zielt Manipulation, nämlich auf bestimmte Schwachstellen unseres Geistes, also bestimmte Vorgänge, wo wir gar nicht merken, dass wir in irgendeiner Form gerade dasjenige tun, was möglicherweise jemand von uns möchte. Dann als dritter Part ist die Geschichte der modernen Propaganda in Grundzügen gedacht. Insbesondere der amerikanischen Propagandageschichte. Dann werden wir uns vielleicht noch ein bisschen mit Herrschaftsideologie und Vernetzungsstrukturen beschäftigen. Und am Schluss, wenn wir das schaffen, auch mit Thinktanks. Ja, und die erste wichtige Unterscheidung ist eine sehr traditionelle, also die geht bis auf die griechische Antike zurück. Die Unterscheidung zwischen Ratio und Emotio. Und Ratio ist in dem Sinne unser rationales Denken, also man bestimmt darunter Verstand und Vernunft. Und das sind in dem Sinne alle Prozesse, zu denen wir, ja, wie könnte man sagen, die wir erstens bewusst erleben, zweitens, die uns ein Distanzierungsverhältnis zu uns selbst einnehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also das Distanzierungsverhältnis zu uns selbst. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass sozusagen vermittelst kategorialem Denken es möglich wird, Dinge zu beschreiben, fest zu beschreiben. Das ist sozusagen, könnte man sagen, das Evolutionäre der menschlichen Kognition, von denen zumindest wir wissen, dass wir als einzige Wesen auf unserer Erde darüber verfügen. Dann natürlich die Gefühle und Affekte, das Emotio, also das, wodurch aus, man spricht auch von der reinen Sinnlichkeit, also das, wo wir angetrieben sind von unseren Gefühlen, von unserem Erleben, unsere ja auch Interaktion mit der Außenwelt, was ruft das in uns hervor? Angst, Furcht. Solche Dinge. Und dann die nächste wichtige Unterscheidung, die ja eigentlich erst in den
10er, 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit der Psychoanalyse zum ersten Mal wirklich manifestiert wird. Es gab vorher schon Ideen darüber, dass es ein Unterbewusstsein geben könnte, aber mit der Psychoanalyse ist es sozusagen zum allerersten Mal in eine Theorie gegossen worden. Und es wird in dem Sinne dadurch abgegrenzt, dass wir auf der einen Seite unser bewusstes Erleben haben, also ein bewusstes Erinnerungsvermögen. Also wir können sozusagen bestimmte mentale Vorgänge jetzt verorten. Also ich kann sagen, dass ich das spüre oder das spüre, was ich empfinde und so weiter. Das alles ist sozusagen in Raum und Zeit zu verorten. Ja, also und wir können uns auch daran erinnern, an mögliche frühere Empfindungen. Also das Entscheidende am Bewusstsein eben ist es, dass wir dort ein zeitliches Empfinden kennen. Und das Unterbewusstsein ist ja zum einen natürlich in der klassischen Form alle physiologischen Vorgänge, die wie Atmen und so weiter, die wir nicht bewusst tun, aber auch mit der Psychoanalyse, dass dort auch im Unterbewusstsein sich Erinnerungen verbergen oder bestimmte gespeicherte Angstzustände oder ja, gemachte Erfahrungen, die uns bis in unsere heutigen Tage prägen und dass wir das so bewusst nicht erleben. Es wird immer nur ausgelöst. Unterbewusste Prozesse lösen bestimmte bewusste, ins Bewusstsein gerufene Prozesse aus, aber selbst die unterbewussten Prozesse ja, über die verfügen wir in dem Sinne nicht. Und die Psychoanalyse versucht ja durch die Therapie bestimmte unterbewusste Mechanismen hervorzuholen. Also bestimmte Identifikationen, bestimmte Projektionen auf die Außenwelt, die aufgrund von Erinnerungen in unserem eigenen Empfinden fußen. Also sie gehen bis zur Kindheit zurück und mittlerweile ist die empirische Psychologie auch schon so weit, dass sie schon sagt, dass es schon im Mutterleib, also im pränatalen Stadium, schon massive Erinnerungen, unterbewusste Erinnerungen geprägt werden, die für das Leben dann auch bestimmend sein können. Ja, und eine weitere wichtige Unterscheidung, die wir treffen müssen, ist die zwischen Autonomie und Gewalt. Also wir haben als menschliche Lebewesen ein natürliches Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, also ein empfundenes Losgelöstsein von anderen. Also wenn mich jemand irgendwie einsperrt oder so, dann finde ich das nicht so gut, dann weckt das meine autonomen Bedürfnisse. Und diese autonomen Bedürfnisse manifestieren sich sowohl in physischer als auch in psychologischer Unabhängigkeit. Das ist in vielerlei Hinsicht auch empirisch sehr gut untersucht, was sozusagen Autonomieverlust mit uns macht, dass es uns insbesondere krank macht und sozusagen die Seele auch so weit schädigt, dass wir wirklich von einem natürlichen, so würde ich sagen, natürlichen Antrieb von Autonomie sprechen können. Und die Gewalt ist nun natürlich, wenn wir das psychologisch sehen, Gewalt als psychologischer Begriff, dann ist es der Versuch, sozusagen diese autonomen Kräfte zu unterdrücken. Und es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, das zu tun. Einmal in physischer Hinsicht, also das Unterdrücken durch körperliche Gewalt, also den anderen sozusagen mittels körperlicher Gewalt in einen Zustand bringend, von dem der andere möchte, was entgegen seinen Interessen ist. Und dann natürlich auch heute gärt es langsam auf, auch die Erkenntnis darüber, was emotionale Gewalt eigentlich bedeutet. Also Einschüchterung, Erpressung, insbesondere auch im Kindesalter, was das macht. Das ist bis jetzt noch ein überhaupt nicht so weit erforschtes Gebiet. Also die Forschung ist da mittlerweile ziemlich stark hinterher. Und wir können sagen, emotionale Gewalt ist, kommt dann zum Tragen, wenn es sozusagen emotionale Waffenungleichheit gibt. Also wenn der andere in einer bestimmten, sei es jetzt psychologischen Konstitution ist, indem er dem anderen etwas ja, mit Gewalt entgegentreten kann. Was weiß ich, devoterer Mensch, also ein eher rückbesinnter, introvertierter Mensch, ist natürlich gegen jemanden, der offensiver auftritt, wesentlich ja, schwächer eingestellt. Also es ist in dem Sinne eine Waffenungleichheit, die da stattfindet.
Und jetzt kommen wir sozusagen zu dem wesentlichen Begriff eigentlich, der unseren Vortrag begleiten wird. Das ist nämlich der Begriff der Manipulation. Im Grunde ist Manipulation zunächst einmal was psychologisch Neutrales. Und das ist auch eine Fähigkeit, die den Menschen eigentlich erst zu dem gemacht hat, was er ist, nämlich mentale Zustände anderer Menschen vorherzusehen. Also mentale Zustände anderer einzuschätzen und sie in gewisser Hinsicht auch ja, für sich Gebrauch zu machen. Das ist das, was unsere gesamte soziale Interaktion bestimmt. Also wir sind darauf aus, Wünsche anderer vorherzusehen oder bestimmte ja, Vorgänge und so weiter. Das alles bestimmt unser Leben. Wir machen das eigentlich permanent. Im Alltag haben wir den Versuch oder das Einwirken vermittels Manipulation gibt es die transparente Möglichkeit, einmal, dass wir durch Überredung oder sonst irgendwas, du willst das doch gar nicht oder so, das sind auch gewisse Arten von Manipulation. Und das ist sozusagen auch das, was eigentlich auch unser Alltag bestimmt. Dann gibt es natürlich auch intransparente Formen, die finden wir auch im Alltag. Also man kann jemanden manipulieren für eine bestimmte Sache, auch wenn man sozusagen nur vorgibt, dass man dieses tun will, obwohl sich dahinter möglicherweise was anderes verbirgt. Und der entscheidende und der allerwichtigste Punkt bei der Manipulation ist, wir können nicht gegen unseren Willen manipuliert werden. Das heißt also, also Manipulation zielt im wesentlichen Kern darauf ab, bestimmte Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen in uns zu wecken, mit denen wir dann sozusagen die Manipulation ja auch in Kauf nehmen. Ja? Also wir wollen sozusagen, wenn sich jemand uns Begehrlichkeiten anbietet, dann weckt das sozusagen auch innere Bedürfnisse, auch zu denen wir natürlich auch gerne, ja, die wir auch gerne eingehen oder Hoffnungen, die befriedigt werden wollen und so weiter. Das alles ist alles, wie gesagt, menschlich. Also es ist menschlich, sowas zu haben und man kann diese menschlichen Bedürfnisse auch für Fremdzwecke missbrauchen. Das ist eigentlich genau das, was passiert bei der Manipulation. Aber ganz entscheidend ist, wir können nicht gegen unseren Willen manipuliert werden. Das macht es natürlich für uns, ja, wenn wir die Erkenntnis einmal haben, müssen wir natürlich herauskriegen, mit was man uns manipulieren will, mit welchen Hoffnungen und Bedürfnissen in uns, was soll überhaupt geweckt werden und mit welchen Mitteln wird das gemacht. Und das wollen wir dann jetzt im Folgenden versuchen, uns dem anzunähern. Also ich springe jetzt sehr weit, also ich gehe jetzt sozusagen von der psychologischen Theorie weg und gehe sozusagen in unsere Alltagswelt hinein, in unsere mediale Alltagswelt. Wir haben das sind wie gesagt nur Beispiele, es gibt Dutzende Beispiele davon, wie man das wecken kann. Der entscheidende Aspekt dabei ist es immer, ein Bild für den anderen zu erzeugen oder sagen wir so, bestimmte Herrschaftsinteressen durch Manipulation zu verdecken. Das heißt, es wird sozusagen ein bestimmter Schirm errichtet und zu diesem Schirm wird sozusagen vorgegaukelt, es handle sich darum, aber in Wahrheit verstecken sich dahinter ganz andere Interessen. Das ist das, was passiert. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten einmal. Also wir haben einmal die Orwellschen, wie Orwell das ja auch sehr gut dargestellt hat. Wir können sozusagen in der Manipulation Bedeutung von Wörtern verändern. Das heißt, wir suchen sozusagen bestimmte Wörter hinaus. Also bei Orwell heißt es dann, ne, Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg, sowas. Also man schafft sozusagen Neuschöpfung oder versucht Wörter umzuändern, dass sie neu geschöpft werden. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich Falschwörter zu benutzen. Das heißt, bestimmte Wortformen, die in uns sozusagen eine bestimmte Art von ja, Vordefinition haben, aber in anderer Art und Weise benutzt werden. Reform ist ein sehr schönes Beispiel. Also
Man kann sozusagen alles Plattmachen des Sozialstaates wurde immer mit dem Wort Reform verbunden. Und Reform, Assoziation heißt erstmal, es kommt was Neues. Und was Neues muss ja nicht jetzt unbedingt schlecht sein. Also es ist etwas veraltet und es muss was Neues kommen. Dann, wie Alexei schon gesagt hat, Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist eine sehr schöne Falschwörter. Dann gibt es auch sehr relevant Denunziationsbegriffe, also sozusagen, wo bestimmte gedankliche Sperrzonen errichtet werden sollen, zu sagen, wenn du das und das denkst, dann musst du damit rechnen, da und damit gelabelt zu werden. Also Verschwörungstheoretiker ist ein sehr schönes Wort. Das Wort Verschwörungstheoretiker taucht das erste Mal auf beim Kennedy-Mord, als es Leute gab, die daran gezweifelt haben. Und es wurde dann gesagt, ja, Conspiracy Theorist. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass es eine Wortschöpfung der CIA war. Also wirklich in den medialen Diskurs reinzufügen, diesen Begriff. Dann haben wir natürlich auch die Form der Selektion, das heißt, wir lassen irgendwas weg und stellen das, was da noch da ist, so dar, als ob es für uns in unserem Interesse spricht. Also die Arbeitslosenstatistik ist ein perfektes Beispiel dafür, dass uns immer vorgegaukelt wird, ja, die Arbeitslosigkeit sinkt. Dabei werden erstens sehr viele Arbeitslose herausdefiniert. Dann sinkt auch, was dann natürlich auch nicht gesagt wird, dass die Arbeitslosenstatistik deshalb sinkt, weil natürlich die prekären Jobs zunehmen. Und viele solcher Dinge, dann auch die Scheinbeschäftigten und so weiter, das wird alles nicht mit einberechnet. Und natürlich bei Selektion ganz vorne mit dabei sind die Kriegsrechtfertigungen. Also Kriegsrechtfertigung kriegt man nicht hin, ohne vorher bestimmte Dinge auszuselektieren. Dann ist sozusagen der Wortaberglaube ganz entscheidend bei der Manipulation. Also wir sind fest der Auffassung, was heißt fest der Auffassung, aber es ist, wie gesagt, für uns auch eine Art unterbewusster Fakt, dass Wörter irgendeine Bedeutung oder ein Verhältnis in der Welt widerspiegeln. Also, dass wenn über etwas gesprochen wird, dann muss es auch in irgendeiner Art und Weise in der Welt vorkommen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber man kann sich das vielleicht so vergegenwärtigen, dass wir, wenn wir bestimmte Wörter verwenden, zum Beispiel, nehmen wir Beispiel, Ackermann zum Beispiel wurde immer als der Businessman hingestellt, als der erfolgreiche Banker, also das ist sozusagen das ist sozusagen ein erfolgreiches Mitglied unserer Gesellschaft, dann ist das natürlich auch, je mehr man das sagt, desto mehr glauben wir daran, dass das auch irgendwie das Idealbild, also dass es so sein muss. Dann haben wir natürlich Euphemismen, also sozusagen Abmilderungen in der Sprache. Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ist ein sehr schöner Euphemismus. Es gibt viele andere, auch in der Medienlandschaft findet man das überall. Findet man eher bei natürlich den gebildeteren Gazetten. Bei den Medien von Springer und Bild ist es zum Glück noch ein bisschen offensichtlicher. Aber man sieht das auch in der aktuellen Debatte. Also ein ganz konkretes Beispiel. Am 31. war ja die Bundespressekonferenz mit dem von der CDU, dem neuen, wie heißt er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Merz, genau. Und dort wurde ihm die Frage gestellt, ob er sich ja selbst als Neoliberaler bezeichnen würde. Und er hat gesagt, nein, er würde sich nicht als Neoliberaler bezeichnen, das wäre ein Kampfbegriff. Aber danach sagt er den legendären Satz, und das ist für mich der Euphemismus des Jahres eigentlich, dass er gesagt hat, als Programm für die Bundesrepublik müssen die privaten Haushalte mehr an den Kapitalmärkten beteiligt werden. Das ist eine fabelhafte Umschreibung für das neoliberale Programm. Also private Haushalte sind wir alle und Kapitalmärkte ist einfach, wir müssen unsere soziale Sicherung, wie Rente und so weiter, müssen wir privaten Haien überlassen. Das ist das, was er gesagt hat. Ja, Einlagen für Banken und Versicherungsgesellschaften hat er damit gemeint. Ja, aber finde ich Euphemismus des Jahres, Respekt dafür. Also da muss man erstmal drauf kommen. Dann sind wir ja auch
sehr stark an Bildern orientiert. Also wir haben das im Syrienkrieg sehr schön gesehen, dass immer mal wieder, gerade wenn so die Kriegsfronten sich gewechselt haben oder so, dass dann plötzlich irgendwelche Kinder aufgetaucht sind, wo dann irgendwie gemeint wurde, hier so schlimm bombt Assad seine Bevölkerung weg und sowas, ja. Wo sich hinterher herausgestellt hat, das sind entweder von den Weißhelmen hinein inszenierte Bilder oder sogar von Terroristen. Ja, und aber diese Bilder, die machen natürlich mit uns was. Für jemanden, der diese Zusammenhänge nicht kennt, für jemanden, der diese Zusammenhänge nicht kennt, macht das Bild und die Überschrift natürlich alles aus. Weil dieses Bild des blutenden und gegeißelten Kindes ist natürlich klar, es berührt unsere emotionalen, unsere Empathie und so weiter. Und man muss sozusagen nur noch die bestimmte Überschrift oder die bestimmte Suggestion dahinter haben. Und damit kann man ein bestimmtes Bild erzeugen. Also Bilder sind sehr effektiv in der medialen Propaganda. Ja, genau. Nochmal als Wiederholung. All diese Möglichkeiten der Manipulation zielen auf Schwachstellen an. Der Begriff Schwachstelle ist eigentlich ein bisschen ungünstig gewählt, weil natürlich, das macht unser Menschsein aus, diese Art der und des Daseins. Das ist insofern, dass wir das haben, ist es nichts Schlechtes. Aber wenn das gewusst wird, wie es sozusagen in die richtige Bahn gelenkt werden kann, dann kann man uns sozusagen gegen unseren eigenen Willen, gegen unsere eigenen ja, bewussten Reaktionen, bewussten Wahrnehmungen fehlleiten. Ja, und wir haben einmal, und jetzt komme ich zu einigen Schwachstellen, die für mich am wesentlichsten eigentlich sind. Es gibt natürlich noch andere. In erster Linie ist die Schwachstelle der Angst. Angst ist, würde ich sagen, das effektivste. Die effektivste Möglichkeit, um Menschen gefügig zu machen. Denn Angst berührt unser existenzielles Überlebensgefühl. Und wenn wir in diesem Überlebensgefühl sind, dann sind wir sozusagen ja, nicht mehr zu rationalem Denken fähig in dem Moment. Es ist ein reiner Überlebensinstinkt. Und durch diese Angst kann dann natürlich entsprechend gelenkt werden, in die richtige, ja, in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Also sei es jetzt Flüchtlinge oder sei es andere Dinge. Also Hartz IV zum Beispiel ist ein reines System, was auf Angst basiert. Also das ist ganz klar auch systematisch ausgearbeitet worden, dass die Angst sozusagen, wenn man sozusagen die Macht der Gewerkschaften und die Macht der Arbeiter brechen will, muss man sie durch Angst gefügig machen. Also erstens kann man jetzt noch mal historisch rekurrieren. Die Gewerkschaften wurden Anfang der 80er, also in Großbritannien, effektiv zerschlagen und dann hat es sozusagen auch den Kontinent erreicht. Und es war immer gesagt worden, Angst ist unser Mittel, um die Gewerkschaften und die Organisation der Arbeiter zu zerschlagen. Das war eines der ja, Hauptantriebsfedern dafür. Ein nächster wichtiger Punkt ist natürlich unsere Status-Quo-Neigung. Also wir sind natürlich als menschliche Wesen, als sozialmenschliche Wesen auf Sicherheit bedacht. Und wir scheuen Unsicherheit und riskieren Unsicherheit nur zu einem gewissen Grad. Und diese Art der Status-Quo-Neigung ist auch ein wunderbares Instrument. Also ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten. Er hat auch einen Freund, der vor ein paar Monaten mal in Frankreich war. Und in Frankreich ist es ja so, dass dort im Inneren der Ausnahmezustand herrscht. Also wo Polizisten mit Maschinenpistolen vor Kaufhallen stehen und man durchsucht wird oder teilweise richtig Soldaten auf der Straße gesehen wurden. Also wirklich eine ganz effektive Polizei- und Militärpräsenz dort. Aber er hat gesagt, spätestens nach halber und einer Woche hat man sich daran gewöhnt. Dann sieht man das so nicht mehr, dann ist das Routine. Und genau das ist eigentlich die beste Beschreibung dafür, was passiert, wenn wir in dieser Status-Quo-Neigung sind. Also wäre jetzt eine Abschweifung, aber
gerade in der Gegenwart, wie zum Beispiel die Sozialkürzungen ganz sukzessiv gemacht wurden, dass wir uns auch daran gewöhnen. Also, dass wir uns daran gewöhnen, dass Obdachlose auf der Straße, also ist für uns kein Fremdbild mehr. Wir haben uns daran gewöhnt. Das ist unsere Status Quo-Neigung. Es gibt auch da kein Aufschrei in der Bevölkerung mehr. Also, es ist so gewollt. Dann natürlich auch eine bedeutende Schwachstelle ist unser begrenzter Wahrnehmungshorizont. Also, wir haben, also man könnte sagen, als menschliche, es ist vielleicht noch eine, ja, wie soll ich sagen, ein Erbe unserer Natur, dass wir möglichst wenig Informationen wollen, um sozusagen für uns unser Leben gestaltbar zu machen. Also ich habe das Realität konstituieren genannt, aber um unser Leben gestaltbar zu machen, sind wir eigentlich darauf aus, möglichst wenig Informationen, also nur das Nötigste zu brauchen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man dort bestimmte Manipulationstechniken ansetzen kann. Also, dass man, wo wir auch sicherlich noch später darauf zu sprechen kommen, also dass man die Meinungen derart einschränkt, dass nur ein bestimmtes Spektrum erlaubt wird und dass es kein Ausscheren in dem Sinne gibt, wo dann sozusagen die Medien auch klar sagen, also man kann bis zu diesem oder diesem Punkt gehen, aber weiter nicht. Das ist sozusagen für uns dann dieser Wahrnehmungshorizont, in dem wir uns bewegen, dass wir meinen, wenn wir irgendwie Anne Will oder Maybrit Illner schauen, dass das Meinungsspektrum Deutschlands ist. Und bis sozusagen weiter geht es sozusagen nicht. Also es gibt kein links oder rechts daneben, sondern das ist sozusagen das Meinungsspektrum, was da stattfindet. Dann ist natürlich auch unser. Ich hätte noch eins hinzuzufügen, also weil es oft benutzt wird, hier diese von Bush, den Krieg gegen den Terror, wo es dann hieß, entweder seid mit uns oder gegen uns. Entweder, so hat es glaube ich gesagt. Ja, genau. Also man wird quasi in zwei Entscheidungen reingezwungen, die man eigentlich selber gar nicht treffen will, aber es wird einem vorgegaukelt, es gibt nur die beiden Ja, genau, richtig, genau. Also das wird Aber ausgenutzt. genau, das. Also kurz fürs Video wiederholen, ja? Das hört man ja nicht, was er sagt. Ja, also der Gast hat gerade das angesprochen in Bezug auf Bush. Also nach dem 11. September wurde ja der Krieg gegen den Terror verkündet und dann wurde gesagt, entweder für uns oder gegen uns. In der medialen Welt. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Das Entscheidende ist aber natürlich, dass das unser Wahrnehmungs-, also dass das auch eine Natur von uns ist, dass wir eben nur das wahrnehmen können, was sich uns suggeriert und wir nehmen davon auch das Nötigste wahr. Und wenn jemand sagt, irgendwie, es gibt jetzt nur noch das oder das, dann neigen wir dazu, wenn wir nicht die Informationen dazu haben, und darin uns auch dann zu bewegen, weil das dann unser Wahrnehmungshorizont ist. Dann ist natürlich unser schwaches Kurzzeitgedächtnis ganz entscheidend. Also man kann sich auch sehr gut die Entstehung der modernen Nachrichten anschauen, wo das auch wirklich berücksichtigt worden ist. Also was weiß ich, Tagesschau 15 Minuten und wenn man sich das anschaut, hinterher weiß man nichts mehr. Spätestens nach einer Stunde hat man das wieder vergessen. Das ist unser schwaches Kurzzeitgedächtnis, weil unser sozusagen Gehirn ist so darauf ausgelegt, dass es unnötige Informationen hinausfiltert und nur die nötigsten übrig lässt. Und die Beiträge sind eben auch so strukturiert, dass sie in dem Sinne verhältnismäßig unnötige Informationen enthalten. Verhältnismäßig deshalb, weil entweder vorher schon darüber berichtet worden ist oder es auch gezielt die Nachrichten so ausgewählt werden, dass sie am vorigen Tag keine Rolle mehr spielen. Also irgendwelche Personaldebatten oder wenn Seehofer wieder seine Probleme mit Merkel hat, das interessiert die darauffolgenden Tage kein Schwein mehr. So. Und dann natürlich ganz entscheidend ist für uns die klare Verortung in unserer Umwelt. Das ist für uns etwas ganz Entscheidendes, gerade als soziale Wesen, also dass wir darauf richtig fokussiert sind, dass wir Personen, Verhältnisse oder Zustände klar einschätzen können. Also es gibt ja diesen schönen Begriff des Vorurteils. Das ist der Zustand vor einem Urteil.
Das ist, wir nehmen sozusagen zu etwas Position, unterbewusst, obwohl wir dafür, da überhaupt noch keine näheren Informationen haben. Also, und das kann dann durch Bilder gezielt manipuliert werden. Also wenn ein bestimmtes Bild des Hartz-IV-Empfängers, des Arabers oder sonst was medial hergestellt wird, dann ist sozusagen der unterbewusste Reflex von uns die klare Verortung in unserer Umwelt, dass wir sagen, okay, das ist der Hartz-IV-Empfänger und so, wie muss ich dem jetzt gegenübertreten oder dem Araber oder wie auch immer, welche Einstellung muss ich zu ihm haben? Das sind ganz unterbewusste Reflexe, die in unserer Natur liegen. Wir können, sofern das nicht irgendwie reflektiert wird, können wir das nicht für uns bewusst machen. Und dazu nochmal ein schönes Chomsky-Zitat, was ja auch der Gast gerade, was so in die Richtung des Gastes geht, ne? Also der schlauste Weg, Menschen passiv und folgsam zu halten, ist das Spektrum akzeptierter Meinungen strikt zu limitieren, aber innerhalb dieses Spektrums sehr lebhafte Debatten zu erlauben. Und wir sehen sozusagen das Meinungsspektrum, wie es eingegrenzt wird, das nehmen wir ja gar nicht mehr wahr. Also uns wird etwas serviert in Medien und Talkshows, aber wir haben sozusagen keine, wenn man sozusagen nicht weiter darüber nachdenkt oder informiert ist und so weiter, dann ist auch für den normalen Menschen klar, das ist das Meinungsspektrum, darüber redet man jetzt. Oder was weiß ich, wenn Schäpli irgendwie mit einer Golduhr erwischt wurde oder so, das ist das Thema, worüber jetzt zu reden ist. Ja, also, und es ist natürlich dann so, dass es so dargestellt wird, als ob wir in einer meinungsfreiheitlichen Gesellschaft sind, dass uns bestimmte Themen, es wird sozusagen ein Themenbereich eingegrenzt und dann wird uns gesagt, da könnt ihr jetzt lebhaft drüber diskutieren. Und das ist sozusagen, also man spricht ja auch davon, dass immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden muss. Das ist sozusagen, das drückt sich in diesem Zitat aus. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Und hier habe ich mal ein paar Beispiele genommen. Also ich habe jetzt diesbezüglich recht wenige Beispiele gewählt, also wo wir vielleicht mal ein bisschen beobachten können, was das, wenn jetzt jemand, wenn wir jetzt noch nicht wüssten, was das wäre, was das mit uns macht. Also wir haben zum einen natürlich aktuell Russland, Ukraine, der Spiegel, der gefährliche Nachbar. Was auch natürlich eine clevere Suggestion ist, also es wird sozusagen ein Bedrohungsfeld dargestellt, aber es wird nicht gesagt irgendwie, wurde natürlich auch gesagt, aber es wird nicht so gesagt, Putin steht kurz vor dem Angriff oder sonst irgendwas, das wäre ein bisschen plump in der Propaganda, sondern man sagt irgendwie, der gefährliche Nachbar, der könnte was tun. Ja? Also es wird sozusagen ein mögliches Bedrohungsszenario hergestellt und das man auch dann immer wieder abrufen kann. Also es ist nicht so, dass der Vorteil an solchen Meldungen ist, dass es immer wieder abrufbar ist oder eine solche Gestaltung ist immer wieder abrufbar, das ist das Entscheidende. Selber haben wir mit dem Spiegel über den Islam, ist schon ein bisschen her, der Koran, das mächtigste Buch der Welt, ist auch so ein Bedrohungsszenario, was da dargestellt wird. Ja? Also ganz sehr subtile Propaganda. Also ist vielleicht, sagen wir mal so, ein bisschen weit hergeholt, aber ich würde schon sagen, es wird so eine Art Bedrohungsszenario installiert, dass Muslime irgendwie überall sein könnten und der Koran sozusagen auch in Kreise Macht haben könnte, die keine Muslime sind. Das ist sozusagen auch eine Suggestionsart und natürlich dann die plumpe Variante, aber doch effektive Variante, Giftgas, Folter, Mord, die Wahrheit über Assads Krieg gegen sein eigenes Volk. Und da haben wir wieder das Beispiel, das weinende Kind. Ganz stark ausgeprägt natürlich. Das sind zumindest die Meldungen, sozusagen, die einen schon klar ins Gesicht sagen, was du zu denken hast. Beim Spiegel oder Welt und so weiter ist das sehr viel geschickter gemacht. Dann habe ich sozusagen noch zwei andere Beispiele, also was besonders interessant ist, dass immer wieder ein Empörungsszenario ausgelöst wird. Also es wird immer gesagt,
Wir sind die Anständigen und dann gibt es die, sei es jetzt die Hartz-IV-Empfänger, die Flüchtlinge, die gehören nicht zu den Anständigen. Die machen irgendwas, was sie aus unterschiedlichen Gründen aus unserer Gemeinschaft ausstößt. Das ist eine ganz klare Verortung dann, auch eine ganz klare Suggestion, wie ich gerade sagte. Das ist dann natürlich für uns natürliche Konstituierung in unserer Umwelt, dass wir sozusagen darauf angewiesen sind, klar bestimmte Erscheinungsformen für uns klar erkennbar machen, einzugrenzen oder auch zu identifizieren. Und mit sowas wird das natürlich befeuert. Und es soll natürlich die soziale Spaltung weiter vorantreiben. Ne? Also man sieht es ganz deutlich, es sind immer die riesigen Aufhänger. Es wird sozusagen irgendwas enthüllt, Hartz-IV-Sauerei, Abschiebelüge und so weiter. Und es wird suggeriert, als sei das jetzt was Neues, was enthüllt wurde, und der Leser müsste jetzt total überrascht sein, ach so ist das eigentlich. Ja, jetzt weiß ich's. Ja, das sind ganz systematische. Also ich werde das überspringen. Also da geht es sozusagen nur um Kriegspropaganda, was wir haben. Also das für die Kamera, das sind sozusagen die Prinzipien der Kriegspropaganda. Also da kann man auch ein paar Paragraphen raussuchen, wo die man auch sozusagen auf das Mediale fokussieren kann, aber darauf möchte ich mich jetzt nicht konzentrieren. Dann habe ich noch ein paar historische Kriegslügen dargestellt, wo man in die Kreise komme ich wohl nicht, glaube ich, dass man nochmal so sieht, wie das dargestellt wird, also auch für die Zuseher, dass man sich nochmal damit beschäftigen kann. Aber es ist nicht jetzt unser Fokus. Und dann nochmal natürlich das berühmte Zitat von Egon Bahr an einer Schule, 2013, wann war das, 2013 oder so, wo er das gesagt hat, ne, also in der Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte, sondern immer um Interessen. Also das kann man auch nur sagen, wenn man außerhalb der Politik dann ist, wahrscheinlich. Ja, dann haben wir einmal Gewalt und Herrschaft. Wir sind jetzt in einer Epoche drin, wo zumindest in den hochindustrialisierten Gesellschaften aufgrund der Komplexität, also je komplexer Gesellschaften werden, umso komplexer sind auch die Ansprüche, was Herrschaft anbelangt. Aber natürlich verfeinern sich auch immer weiter die Herrschaftstechniken. Und durch Psychologie insbesondere und das ganze mediale Feld, was sich im vergangenen Jahrhundert so exorbitant entwickelt hat, kann man sagen, dass eigentlich die Gewaltanwendung weitestgehend zurückgegangen ist im Verhältnis zur leichten Gewaltanwendung, also zur Softpower, also zur Ideologieproduktion. Also im Verhältnis zur Ideologieproduktion ist das gewaltsame Unterdrücken, zumindest in den hochindustrialisierten Ländern, gegen die Bevölkerung sehr stark zurückgefahren worden. Also es wird auch ganz klar gesagt, also auch von unterschiedlichen Medienexperten der damaligen Zeit, also als das aufkam, Theorie über die Medien und so weiter, dass das eigentlich Herrschaft viel besser, dass die Softpower-Techniken eigentlich viel besser sind, weil die Macht ist dann nicht sichtbar. Das ist das Entscheidende. Genau, und dann wollen wir uns ein bisschen mit der Geschichte der modernen Propaganda auseinandersetzen. Anfang der 20er Jahre ungefähr, also Sozialwissenschaften, Psychologie, erleben dort einen Aufschwung. Also sie werden eigentlich theoretisch zum ersten Mal fixiert, wirklich. Psychologie vor allem. Und am Anfang ist es noch die Psychoanalyse, also wenn man das jetzt zusammenfassen würde, die Überzeugung, dass wir im Unterbewusstsein von bestimmten animalischen Trieben vorherbestimmt getrieben sind, die sozusagen unsere Welt sozusagen konstituieren, und dass sozusagen alles letzten Endes alle psychologischen
Verhaltensweisen sich letztendlich auf diese animalischen Triebe zurückführen lassen. Das ist zumindest die Hypothese von Freud. Die Psychoanalyse ist mittlerweile sehr viel weiter, aber wenn man Freud so in Grundzügen darstellt, kann man das so sagen. Und damals, natürlich ist das erstmal nur eine Hypothese, und als die Psychologie dann wirklich empirische Wissenschaft wird, also Naturwissenschaft, wechselt also das Paradigma zum Behaviorismus. Also ist das Paradigma eigentlich der 60er, 70er, 80er, auch 90er Jahre. Also die Hypothese ist, der Mensch besitzt keinen freien Willen, er ist zu allem konditionierbar. Das ist die wesentlichste Hypothese, die auch versucht wird, immer wieder dann empirisch darzustellen, zu verifizieren und auch dadurch die Techniken herauszubekommen, inwieweit der Mensch konditionierbar ist. Also das Beispiel zur damaligen Zeit, das liest man in der Literatur immer, ist immer der Pavlovsche Hund. Der Mensch ist eigentlich ein Pavlovsche Hund. Diese am Anfang der 20er Jahre werden sie insbesondere von den herrschenden Financiers, Bankern auch vor allem, aber insbesondere die Vermögenden werden diese, ja, eigentlich erst an den Universitäten entstehenden, wird das sehr stark finanziell unterstützt, und es werden natürlich sofort Eliten daraus gebildet, also Leute, die richtige Experten sind, und ja, und es geht dann sozusagen direkt um die Vereinnahmung dieses Wissens. Und einer der, wohl der Vater, aber man könnte sagen einer der Väter der modernen Propaganda ist Bernays. Er ist eigentlich der Erste, der erkennt, dass in der neuen psychoanalytischen Theorie was ungeheuer Bedeutsames steckt, nämlich dass man diese Antriebe, diese animalischen Triebe auch nutzen kann, nutzbar machen kann. Und er gilt sozusagen als Erfinder der Public Relations. Muss man dazu sagen, Public Relations ist erst entstanden nach 1945. Bernays nennt das noch ganz schonungslos Propaganda zu seiner Zeit. Goebbels hat von ihm geschwärmt. Also Goebbels war ein großer Fan von Bernays. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich gesagt, der Begriff Propaganda ist eigentlich so durch die Nazis ja infiziert, dass man jetzt sozusagen einen neuen Begriff finden muss, und man nennt das Ganze dann jetzt Public Relations. Und er gilt sozusagen als der Erfinder dieser Public Relations, auch wenn er es selbst noch Propaganda genannt hat. Und er sagt ganz klar, wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens verstehen, also die animalischen Grundtriebe, dann ist es möglich, die Massen nach unserem Wissen und unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern. Und jetzt ein etwas längeres Zitat, aber es bringt eigentlich genau das auf den Punkt, was Bernays in seinem Programm sagt und was er auch schonungslos offenlegt. Also er sagt ganz klar, also die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft, ein ganz wichtiges Element. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre Herrschaftsmacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand wird geformt, unser Geschmack geformt. Geschmack ist insbesondere wichtig, weil auch zu der Zeit die Werbung immer mehr aufkommt, also auch die Techniken für Werbung zu benutzen. Dies ist eine logische Folge der Art und Weise, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Eine Vielzahl von Menschen muss auf diese Weise zusammenarbeiten, wenn sie als eine gut funktionierende Gesellschaft zusammenleben wollen. Also er sagt ganz klar, anders geht's nicht. Unsere unsichtbaren Regierenden sind in vielen Fällen der Identität ihrer Kollegen im Inneren nicht bewusst. Sie leiten uns durch ihre Qualitäten der natürlichen Führung, ihre Fähigkeit, die benötigten Ideen zu liefern, und durch ihre Schlüsselposition in der Sozialstruktur. Es bleibt eine Tatsache, dass wir in fast jedem Akt unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, im sozialen Verhalten, im ethischen Denken,
von der relativ kleinen Zahl von Menschen dominiert werden, ein unbedeutender Teil unserer 120 Millionen der damaligen amerikanischen Bevölkerung, die die mentalen Prozesse und die sozialen Muster der Massen verstehen. Das ist das, die Charakterisierung der demokratischen Gesellschaft. Wäre wahrscheinlich heute ein Verschwörungstheoretiker, aber er sagt es ganz offen und er muss es wissen, denn er ist damals auch ein gern gesehener Gast in diesen Regierungskreisen. Also er muss es wissen. Dann der nächste ist Walter Lippmann, auch einer der wichtigsten Vertreter der modernen Propaganda oder einer der Pioniere, wenn man so will. Er war Mitbegründer des Politmagazins The New Republic. The New Republic war damals eine polittheoretische Zeitschrift, die auch dann hinterher auf Massenbasis stieß. Und The New Republic war einer der hauptverantwortlichen Medienträger dafür, dass die US-amerikanische Bevölkerung in den Ersten Weltkrieg getrieben wurde. Denn es herrschte damals in den USA eine ganz klare Kriegsfeindlichkeit. Und The New Republic ist eine der Organe, die ganz massiv dafür geworben hat, die Bevölkerung in den Krieg zu treiben oder zu bringen. Und er war auch Berater von Woodrow Wilson, also dem damaligen Präsidenten, und 1932 und 37 Vorsitzender des Council on Foreign Relations. Eigentlich die Einrichtung der medialen Vordenker oder der Propaganda-Vordenker der Zeit. Genau. Dann der nächste und letzte ist der Harold de Laswell, also mehr auf akademischem Gebiet, Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Und er hat sozusagen im Zweiten Weltkrieg die Study of Wartime Communications geleitet, wo sozusagen ausgewertet worden ist, wie die Bevölkerung sich auf den Krieg reagieren, im Krieg verhalten, wie die Heimatbevölkerung, wie wir sozusagen unsere Propaganda verbessern müssen, was wir tun müssen. Und er sagt ganz klar, also einfache Menschen, ich habe das übersetzt, also man muss dazu sagen, in dem internen Diskurs wird immer von People gesprochen, also von den Menschen. Und damit sind immer die einfachen Menschen, die Bevölkerung gemeint. Und er sagt ganz klar, einfache Menschen sind in ihrem Urteil ungeeignet, um über ihre eigenen Interessen zu bestimmen. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt der Elitarismus, der sich da breit macht. Was sozusagen auch einer der Kernelemente ist. Ne? Also es gibt ganz klar das Merkmal, es gibt eine ganz klare Trennung zwischen Eliten und Volk. Also es gibt bestimmte Leute, die halt zu den Eliten gehören, die sozusagen in den Kreisen der Mächtigen akzeptiert sind, die auch medial auch so vermittelt werden. Ne? Also jetzt sieht man das auch ganz deutlich in den Personaldebatten in der CDU, wer gehört wohin, wohin soll es gehen und so weiter. Und es wird ganz klar immer von dem Volk gesprochen. Also das Volk ist sozusagen, soll sozusagen als unmündig erklärt werden. Und es wird sozusagen, zumindest fällt für mich auch immer auf, wenn darüber gesprochen wird, wird entweder das Volk immer als Wirtschaftseinheiten irgendwie begriffen, also Arbeitslose oder sonst irgendwas. Also ihnen wird nur eine bestimmte Funktion zugesprochen. Also entweder man ist arbeitslos, Angestellter, sonst was, aber man spricht nicht von den Menschen in unserem Land. Also nur vielleicht bei Frau Merkel oder in irgendwelchen Talkshows, wo es dann irgendwie doch für gewisse Vertreter ein bisschen zu, wo man dann auch ein bisschen sozialer nach außen wirken muss, dann wird immer von den Menschen gesprochen. Aber sonst werden sozusagen die einfache Bevölkerung wird immer funktionalisiert. Und dann natürlich eine der wesentlichen Kernmarken unserer derzeitigen Zeit ist natürlich nach 89, 90 vor allem, dass die Ideologien sich erledigt haben. Das ist sozusagen nur noch dass ein System übrig geworden ist, eine Ideologie, und dass sozusagen jetzt, da sich das durchgesetzt hat, fast wie eine Art Naturwissenschaft quasi, ihren Erfolg bestreitet. Und man spricht dann auch immer von der Naturgesetzlichkeit der Märkte. Und das ist auch ein wesentliches Muster der neuen neoliberalen Ideologie, dass sie immer davon ausgeht, dass sie eine Art
wissenschaftlichen Anspruch haben, sagt, dass es sagt irgendwie Ideologien, es gibt nur eine Form von Menschen, also es gibt die Art, die Menschen als freie Assoziation irgendwie und dann gibt es den Staat und man muss sozusagen die Menschen vor dem Staat schützen, Eigeninitiative und so weiter. Und das wird ganz klar suggeriert mit Naturgesetzlichkeit oder ja fast mit naturwissenschaftlichem Anspruch. Dann haben wir natürlich das Empörungsmanagement, also dass ganz klar immer wieder Ablenkungsdebatten geführt werden. Also Chapley war jetzt das beste Beispiel dafür. Chapley war eine verhältnismäßig gute Ablenkung von dem Cum-Ex-Skandal. Also das hat man auch klar gesehen. Cum-Ex ist zumindest in der großen medialen Gazette dann sehr stark in den Hintergrund gerückt, auch in der Diskussion. Also es wurde dann auch gar nicht mehr gesprochen. Es wird dann sozusagen immer Ablenkungsfelder geschaffen. Also Chapley ist nicht das Einzige, aber es werden bestimmte Ablenkungsfelder geschaffen. Also es kommt irgendwas auf, da ist jetzt Recherche und so weiter und dann werden sozusagen Ablenkungsfelder geschaffen, also Ablenken von diesem Thema. Und das dient natürlich auch dazu, die Unmut, die sich dabei entwickeln könnte, zu kanalisieren, also in die richtigen Bereiche hinzulenken. Also nicht, dass es irgendwie eine Empörung geben kann, die möglicherweise das System in Frage stellen könnte oder bestimmte Herrschaftsmechanismen in Frage stellen könnte. Und diese Beispiele haben wir zuhauf. Also wo immer wieder was aufgekommen ist, Panama Papers fällt mir jetzt spontan ein. Also es ist irgendwas aufgekommen und es wird medial vielleicht mal erwähnt und dann wird es sofort abgelenkt davon. Dann haben wir natürlich die Ideologeme, also Ideologiebegriffe, also wie Freiheit, Demokratie, was ja in jeder Talkshow irgendwie gefühlt 50 Mal gesagt wird, wo auch ganz wesentlich suggeriert werden soll, das, was wir haben, ist Freiheit und das, was wir haben, ist Demokratie. Das soll sozusagen immer wieder, also durch permanente Wiederholung soll es sozusagen wahr werden, und was ja bei uns auch ein Mechanismus ist. Dann natürlich das Meinungsmanagement, klar, das Chomsky-Zitat gerade, also Meinungen werden nur in einem bestimmten Rahmen gestattet. Und das Ziel, so ist jetzt sozusagen die Conclusio, die Einschätzung, also all diese Strategien und Manipulationen zielen auf die Ablenkung von den Zentren der Macht. Also das ist ein Mausfeldbegriff, ich finde den auch ganz treffend. Die Zentren der Macht, so würde ich sagen, also das sind die größten Wirtschaftsverbände, weil sie haben A, ökonomisch den meisten Einfluss und B, haben sie auch die größte ökonomische Macht, um diesen Einfluss Geltung zu verschaffen. Und das sind nun mal die Monopolisten in Industrie, Bankwesen, Versicherungs-, Immobiliengesellschaften und natürlich die Investmentfonds, also BlackRock zum Beispiel. Das ist der größte Investmentfonds der Welt. Und BlackRock hat an mehreren Stellen auch gezeigt, wie mächtig BlackRock ist mit einem Vermögen von 5 Billionen Dollar. Das ist aber nur am Rande. Also das ist sozusagen, sagen wir jetzt, eine Konstatierung, wenn wir jetzt davon sprechen, zu was dient es und so weiter. Genau dazu dient es, um es jetzt sozusagen kurz zu fassen. Und die beste Methode, das zu erreichen, ist eben, und das ist, ja, wie soll ich sagen, auch das, was die Linke sehr stark befallen hat, nicht erst seit heute, sondern auch seit gestern. Es sind Techniken, die schon in den 60er, 70er, ich meine, wir wissen, dass es seit der römischen Antike divide et impera gilt, aber so in der Art und Weise soziale Bewegungen zu spalten, das ist erst, in dieser Effektivität ist es erst ab 60er, 70er, so perfektioniert worden. Und das Wesentlichste ist eigentlich, dass immer scheinbare Partikularinteressen geschaffen werden. Ich meine, das haben wir in der Ökonomie auf jeden Fall. Also wir haben Ökonomie, dann gibt es die Arbeitslosen und die Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge haben sozusagen, leben auf Kosten der Arbeitslosen. Die nehmen uns sozusagen Arbeitsplätze weg und so weiter. Dann gibt es halt die Arbeitslosen gegen die abhängig beschäftigte Bevölkerung, wo dann gesagt wird, die abhängig Beschäftigten zahlen für die Arbeitslosen, alimentieren sie. Und so werden sozusagen permanent Partikularinteressen gegeneinander ausgespielt. Und in der Linken
Zumindest beobachte ich das jetzt gerade auch in den USA sehr stark, dass die Manipulation oder diese Partikularinteressen zu schaffen insbesondere darauf abzielt, die Linke von der sozialen Frage zu entwurzeln. Das ist das eigentliche Kern. Dann sind es irgendwie in den USA sehr stark Transgender-Rechte, Rechte für Transgender, für Schwule, für sonst irgendwas. Das mag zwar wichtig sein, aber es dient letztlich, das von der sozialen Frage zu entkoppeln. Es wird dann ins System integriert und gesagt, Linke und auch die Linke wird dann derweil immer weiter zersetzt, dass sie sich nur noch an diesen Minderheiten orientieren. Ja? Im Englischen heißt das Identity Politics. Identity Politics, ja. Ja, Minderheiten werden hervorgehoben. Genau, aber das ist auch wirklich ganz systematisch betrieben worden. Ja? Also dieses Hereinstreuen solcher Identitätspolitik wird ja, und das sehen wir ja auch, wird ja von Herrschenden ja befördert. Also das, wenn zur Diskussion irgendwie das dritte Geschlecht ist oder so, das sind ja Diskussionen, die hineingetragen werden, ganz bewusst hineingetragen werden. Als Trump gewählt wurde oder ins Amt kam, gab es doch diesen Protest mit diesen rosa Mützen. Auf einmal waren die Frauenrechte wieder relevant. Ja, genau, sowas. Und all solche Dinge. Also es geht bei der Linken so zumindest, sehe ich das, von der sozialen Frage zu entwurzeln. Es sollen sozusagen immer weitere Minderheiten geschaffen werden. Und in den USA, ich beobachte das in den USA, und das ist da wirklich ganz extrem ausgeprägt. Also da gibt es auch selbst so die Linke, die halbwegs linker steht als von der Mitte, ist vollkommen in diesen Diskursen drin. Also Black Lives Matter und sowas. Also es wird die gesamte soziale Frage wird eigentlich verschoben. Und es dient natürlich letztlich wieder den Herrschaftsinteressen. Dividiert impera, die sozialen unteren Schichten sollen gespalten werden und gegeneinander aufgehetzt werden. Was Black Lives Matter ist dann nicht an den weißen Arbeiter gerichtet, der genauso unter diesen Scheißverhältnissen leidet. Ja, ja, und wir müssen uns, wenn wir das so konstatieren jetzt, haben wir es eigentlich mit einer gigantischen Asymmetrie der Macht zu tun. Also wenn wir all diese ganzen Manipulationstechniken sehen, beschreiben, feststellen, müssen wir eigentlich konstatieren, wir haben es eigentlich mit einer gigantischen Asymmetrie zu tun. Also es gibt in Deutschland keine nennenswerte, bisher jedenfalls keine linke Kraft, die zumindest für Antikriegspositionen wirksam mobilisieren kann. Und zwar so wirksam, dass es, wenn wir jetzt sozusagen denken an die Friedensbewegung der 80er Jahre oder so, sowas, das ist wie soll ich sagen, das ist die gigantische Asymmetrie. Und wir können das auch beobachten in den USA. Ja, also es werden Bewegungen systematisch zersetzt. Das haben wir bei der Friedensbewegung gesehen in Deutschland. Als die neu aufkommende Friedensbewegung war, wurde ganz klar von Medien und so weiter dieser Zwist ganz klar reingetragen. Ja, also ich kann das ja sagen, ich war damals auch dabei und waren anfänglich sehr viele Leute, total bunt gemischt, und als dann diese mediale Hetze anfing, ging dann schon die Ersten nicht mehr hin, weil sie sagten, nee, wir möchten aber nicht mit Rechten an einer Ecke stehen. Ja, also da ist dann auch dieser die Angst, irgendwas Falsches zu tun, also es wird sehr auf Angst appelliert, passt auf. Die dann noch übrig waren, gegen die wurde dann systematisch gehetzt und die dann auch irgendwann aufgegeben haben und so weiter, weil sie sich dem medialen Feuer nicht unterwerfen wollten oder weil sie möglicherweise nicht die psychischen Kapazitäten dafür hatten. Das ist ja alles menschlich, also man kann das ihnen nicht mehr vorwerfen, aber es ist ganz systematisch also betrieben worden, und in Occupy ist es, in den USA ist es ja genauso betrieben worden, dass dann plötzlich Occupy anfänglich wunderbar gestartet, dass dann plötzlich irgendwelche Partikularorganisationen sich bewohnen, also Teilorganisationen, die dann meinten, nee, das sind aber nicht irgendwie nicht unsere Ziele oder so, oder wir hätten das gern da und da. Und aus diesem ja immer weiter verlaufenden inneren Streit ist dann Occupy auch ja zugrunde gegangen. Und wenn wir das betreiben, wenn wir auch die Geschichte der Propaganda uns anschauen, dann sind insbesondere ja diese Intellektuellen ganz eng mit Regierung verwoben gewesen und auch mit Geheimdienst.
Der Geheimdienst weiß auch darum. Also der Geheimdienst rekrutiert sich ganz klar auch solche Leute. Und hier mal ein schönes Beispiel für die Asymmetrie der Macht. Das ist nur ein Ausschnitt davon, aber das ist aus einer Studie von 2011, die ich euch nur sehr ans Herz legen kann. Ist was sehr, sehr schwierig geschrieben, aber wenn man sozusagen sich die Ergebnisse anschaut, ist das schon sehr sauber herausgearbeitet. The Network of Global Corporation Control, Corporated Control, so von 2011, eine Schweizer wirtschaftswissenschaftliche Studie, wo ganz klar die Vernetzungsstrukturen in den oberen Konzernetagen zu kleineren und so weiter, also was weiß ich jetzt, bestimmte Unternehmen, wie sie mit kleineren vernetzt sind und so weiter, wie sie mit Banken vernetzt sind und so weiter, das wird da ganz systematisch aufgeschlüsselt. Aber ich wollte nur eine Impression geben. Also das ist nur ein Ausschnitt von den Vernetzungsstrukturen, mit denen wir es zu tun haben. Und dann kurz auf die Uhr schauen. Vielleicht ganz kurz, Asymmetrie ist jetzt sehr akademisch. Ungleichgewicht, ist ein Ungleichgewicht. Also unsere Gegner, diejenigen, die sind miteinander vernetzt, also sie tauschen sich auch regelmäßig aus, also es gibt ja, was weiß ich, unterschiedliche Treffen, Bilderberger, was weiß ich, sie tauschen sich aus, sie sind miteinander vernetzt und sie haben ganz klar über Thinktanks jetzt, zu dem Thema kommt, sind sozusagen die Analysen von politischen Verhältnissen, Bewegungen, Vorgängen und so weiter, sind immer auf dem neuesten Stand. Also sie sind gigantisch miteinander vernetzt und haben auch alle politischen Vorgänge, die stattfinden, bereits ja, auf Windeseile für sich eingeordnet, analysiert und mögliche Gegenmaßnahmen und so weiter. Also das ist, wie soll ich sagen, ein Apparat, der uns da gegenübersteht. Also eine hochmoderne Armee gegen 20 verfeindete Indianerstämme. Ja, so könnte man sagen. Oder das Beispiel mit Volker Pispers, wo er sagte, wenn Klitschko auf einen Dreijährigen losgeht. So ungefähr, ja. Auf 15 Dreijährige, die auch noch im Clinch miteinander gehen. Ja, genau. Ja. Also diese Thinktanks erarbeiten das, analysieren das, Denkfabriken werten das aus, sie rekrutieren sich aus Wirtschaft, Politik, Universitäten. Also es war interessant, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, das Cum-Ex-Interview mit diesem Aussteiger, der ja dann meinte, dass er Wirtschaftsrecht studiert hat und dass die Professoren schon ihm erkannt haben, dass er sehr gut ist und dass er sofort rekrutiert worden ist in die Kreise, also von Universitätsprofessoren. Ne? Also die Eliten rekrutieren sich ganz klar auch nicht nur über Elite-Universitäten, sondern auch über ganz normale Universitäten. Die Professoren oder die Akademik ist ganz klar vernetzt mit den entsprechenden Organisationen. Und in Deutschland gibt es Thinktanks vor allem in Form von Stiftungen. Also bei uns haben sie nicht so offizielelle Namen, sondern das sind irgendwelche allgemeinen, ja, irgendwelche Parteistiftungen oder sonst irgendwas, worin sich diese Art Denkfabrik, wie sie dann auch in den USA existiert, auch konstruiert ist. Also ein bisschen anders, die Struktur. Ja, und hier auch ein Aussehen. Also es gibt insgesamt 3000 Thinktanks in den USA. Das ist auch so ein kleiner Ausschnitt von den großen. Und die sind, wie gesagt, systematisch miteinander vernetzt. Es gibt, also jetzt hier wird geschaut, was ist jetzt liberal oder konservativ, das macht in den USA letztlich keinen Unterschied, sondern es geht sozusagen nur um die Ausrichtung, ob sozusagen der Fokus mehr auf Außen- oder auf Innenpolitik liegt. Das ist eigentlich so der Fokus. Natürlich konservative Institute werten natürlich auch Außenpolitik aus, aber zumeist ist deren Fokus mehr auf Innenpolitik gerichtet, also das Verhältnis der USA zu anderen. Während Liberale oder so mehr Wirtschaftsbeziehungen analysieren oder was sind bestimmte Vorgänge im Ausland für unsere, was bedeutet das für unsere Wirtschaft, für unsere Interessen und so weiter. Also hier sieht man einen kleinen Ausschnitt von dieser Vernetzung. Wie viel gibt es in Deutschland?
Das weiß ich nicht. Also kannst du vielleicht den Begriff Think Tank nochmal für die deutsche Version Denkfabrik. Ja, Denkfabrik, aber oder also man könnte das vielleicht. Ach, ja, vergleichbares. Ja, keine Ahnung. Stiftung eigentlich. Noch. Ja, Stiftung in dem Sinne, aber es ist schon so, dass sie eigentlich das machen, was wir gerade machen. Nur im professionellen Rahmen. Ja, und vor allem, wie arbeiten Sie und für wen arbeiten Sie? Ich meine, Sie machen das ja nicht nur, weil Sie irgendwie Geld kriegen und Langeweile haben. Da gibt es ja auch eine Stoßrichtung. Also für wen arbeiten? Wer profitiert davon? Sind das die Parteien oder? Ich muss jetzt kurz als Moderator angreifen. Wir können durchaus dann in der Diskussion die Aspekte vertieft einsteigen. Das ist auch immer so sehr abstrakt, diese Richtig, wenn man wirklich in einem kleinen Punkt Unverständnis ist oder Klarstellung nötig ist, dann kann man in den Vortrag eingreifen, aber sonst würde ich bitten, Vormerken für die Diskussion. Ja, das können wir gleich klären. Also, nur ein historisches Beispiel, das ist eigentlich der allererste wesentliche Propaganda-Think-Tank der damaligen Zeit, das Council on Foreign Relations, 1718 gegründet. Walter Lippmann war einer der ersten, der auch Berater von Woodrow Wilson war. Und es wurde, wie gesagt, The New Republic war auch eine der, die damit verknüpft waren. Und es ging sozusagen um erste Techniken, wie Medien sozusagen regierungsnah organisiert werden können, professionell. Und das zieht sich da auch durch. Und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Council on Foreign Relations insbesondere Ideengeber für den Marshallplan. Also der Marshallplan wurde dort entwickelt. Und es wird auch da ganz klar gesagt, mit welchen Mitteln Westdeutschland sozusagen integriert werden muss in das westliche Bündnis, wie das integriert werden soll. Es wird ganz klar gesagt, es wird, wenn man das so sagen kann, der American Way of Life wird da beschrieben, wie man die Westdeutschen zumindest zum American Way of Life führen kann. Und hier sieht man das, eine kleine Übersicht. Zumindest derzeit einige Vernetzungsstrukturen in den USA. Also man sieht, sozusagen Bilderberg ist sozusagen ein wesentliches Treffen, dann die Commission, Trilateral Commission, und das Council of Foreign Relations ist heute immer noch sozusagen der Ankerpunkt, der insbesondere auch in den 60er, 70er Jahren sich ganz klar die Intellektuellen der USA rekrutiert hat, also Brzezinski, Kissinger, solche Leute. Solche Leute waren alle dort, auch im Vorstand und so weiter, wo dort wirklich Medien gemacht wurden und Medienrichtlinien auch vorgegeben worden sind. Also wie ich gerade sagte, ist eigentlich Ideologieproduktion, wurde dort gemacht. Und dann natürlich die Atlantikbrücke, finde ich auch gegenwärtig ein wichtiges Beispiel in Bezug auf CDU-Debatte. Im Grunde natürlich in gewisser Weise eine Ableitung des Council on Foreign Relations, aber doch bedeutsam zumindest für nicht nur Deutschland. Also 1952 gegründet von zwei Bankiers, von den damaligen Herausgebern der Zeit, zumindest da, als die Zeit sich gegründet hat, dann von dem Präsidenten der deutschen Industrie und des Handelstages, sowie John McCloy, der eben Council of Foreign Relations war. Der hat das sozusagen gemanagt oder die Entwicklung begleitet. Und hier sehen wir die Verquickung im transatlantischen Netzwerk, was ja auch bei der Anstalt, wenn die Leute sich erinnern, dazu geführt hat, dass Josef Joffe gegen die Anstalt geklagt hat, deswegen, aber zum Glück nicht recht bekommen hat, wo ja ganz klar nochmal aufgedeckt wird, also wer den Beitrag, empfehle ich jedem, sich den Beitrag nochmal anzuschauen. Das ist dann nicht nur die Atlantikbrücke, sondern sind auch andere dann Organisationen, wie Medien dann wirklich bewusst in die eine Richtung gelenkt werden, dass sie eine bestimmte Linie vertreten. Und das Entscheidende, was wir sozusagen berücksichtigen müssen bei all dem, und darauf möchte ich aufmerksam machen, es wäre nicht damit getan, wenn diese Organisationen einfach verschwinden. Weil
sind sozusagen logisch aus dem System entstandene, ja, Verwaltungsorgane, sag ich mal, die eine bestimmte Entwicklung sozusagen gemanagt haben. Aber im Wesentlichen fußt das auf den ökonomischen Widersprüchen. Das heißt also, dass wir es damit zu tun haben, dass je komplexer eine Gesellschaft wird, natürlich auch zu dem Zeitpunkt, man darf nicht vergessen, in der Industrialisierungszeit konnten die Arbeiter noch nicht lesen. Mit der neuen Technik und Entwicklung müssen die Arbeiter lesen lernen. Das heißt also, sie sind potenziell in der Lage, Informationen aufzunehmen. Und dann muss das System natürlich darauf reagieren und sagen, okay, dann müssen wir Institutionen schaffen, die intelligent sozusagen die Informationen so steuern, dass auch nur die Informationen ankommen, die gewollt sind. Und dann natürlich mit der Entwicklung psychologischer Techniken soll dann natürlich auch die Unterbewussten oder unsere psychischen Mechanismen so weit gesteuert werden, dass es wieder ins System integrierbar ist. Also wenn man sich die Bücher, wie gesagt, nochmal anschaut, gerade in den Diskurs, da geht es wirklich, der auch der Begriff Unterwerfung benutzt. Also es geht wirklich um Unterwerfung. Ja, also die Gedanken müssen unterworfen werden. Submission, genau. Die Gedanken müssen unterworfen werden. Das wird dort auch immer explizit gesagt. Wenn wir die Gedanken beherrschen, beherrschen wir die Gesellschaft. Das wird da ganz klar offengelegt. Also ich kann hinterher, also es ist, wie gesagt, ich habe ein Quellenverzeichnis dort, das ist noch nicht ganz fertig, aber für alle, die es interessiert, die können sich hinterher eine Mailingliste eintragen. Dann schicke ich das nochmal rum mit Literaturempfehlungen und all das. Dann in den Schweizer Medien ist das Transatlantik-Netzwerk natürlich auch vertreten. Nicht in der Art und Weise wie natürlich in Deutschland, aber natürlich auch Österreich. Auch Österreich habe ich keine Darstellung leider, aber in Österreich auch vor allem. Und es geht natürlich, das ist natürlich NATO-Geschichte natürlich. Die NATO ist sozusagen der Überbau gewesen, um die Politik der westlichen Länder an die USA zu binden. Und natürlich wollte man auch dann die Institution schaffen, um diese Westbindung zu garantieren. Und dazu gehören das Transatlantik-Netzwerk und andere mögliche Organisationen, die natürlich heute noch viel umfänglicher auftreten. Also es sind jetzt nur stichhaltige Beispiele, aber es gibt dort weitaus umfängliche Organisationen, noch Unterorganisationen und Verzweigungen und so weiter. Aber das können wir nicht behandeln, das wäre ein Jahr Vorlesung vielleicht, wenn man das sozusagen darstellt. Ja, und das ist das Quellenverzeichnis, das werde ich hinterher nochmal ergänzen. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.